Herzlich willkommen zum App-Bedienungsvideo für das SX600. Um Ihr SX600 mit der KinoMap-App zu bedienen, können Sie sich die App herunterladen. Dafür gehen Sie in den App Store und geben in die Suchleiste KinoMap ein. Klicken Sie auf KinoMap und laden Sie die App herunter. Wenn die App heruntergeladen ist, öffnen Sie diese. Drücken Sie auf Verbindung und geben Sie Ihre Accountdaten ein. Sollten Sie noch keinen KinoMap-Account haben, können Sie sich einen auf der KinoMap-Webseite erstellen. Wählen Sie nun Ihren Gerätetyp, den Sie nutzen wollen. Nun suchen Sie SportsTag, um Ihr Trainingsfahrrad zu wählen. Jetzt suchen Sie das SX600 und wählen es aus. Mit der KinoMap-App können Sie mit tausenden Videos die Welt auf dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Ruderboot erkunden. Für einen genaueren Einblick in die App schauen Sie sich unser Video für die KinoMap-App an. Sie finden es ganz einfach in dieser Playlist. Es ist ebenfalls möglich, das SX600 mit der Fitshow-App zu bedienen. Dafür gehen Sie in den App Store und geben in der Suchleiste Fitshow ein. Laden Sie sich die Fitshow-App herunter und starten Sie diese. Nun klicken Sie auf den Bluetooth-Knopf. Es ist wichtig, dass Ihr Bluetooth angeschaltet ist. Nachdem Ihr SX600 hier erschienen ist, klicken Sie ganz einfach auf Start. Beachten Sie, dass Ihre Trainings ohne ein Benutzerkonto nicht gespeichert werden. Um Ihre Trainings zu speichern, müssen Sie sich ein Fitshow-Konto anlegen. Jetzt können Sie ganz einfach Ihr Training starten. Ihnen werden Daten wie zurückgelegte Kilometer, Trainingszeit, verbrannte Kalorien, Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Ihr Puls aufgezeigt. Drücken Sie auf Control, um so den Widerstand einzustellen. Mit den Pfeiltasten variieren Sie die Stärke des Widerstands. Je höher die Zahl, desto stärker der Widerstand des Speedbikes. Klicken Sie auf Diagramm, können Sie zwischen drei verschiedenen Ansichten wechseln. In der ersten Ansicht wird Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt. Sie sehen, wie schnell Sie bei welcher Minute waren und wie schnell Sie auf den verschiedenen Kilometer waren. In der nächsten Ansicht wird Ihnen Ihre Trittfrequenz dargestellt. Im letzten Diagramm wird Ihnen Ihre Herzfrequenz aufgezeigt. Ähnlich wie bei den Diagrammen zuvor können Sie hier die Daten dafür entnehmen. Damit Ihre Herzfrequenz gemessen werden kann, verwenden Sie bitte den mitgelieferten Pulsgurt. Auf Sport kommen Sie wieder in die Startansicht. Hier können Sie auch noch zusätzlich ändern, welcher Wert Ihnen angezeigt werden soll. Klicken Sie dafür auf einen Wert, den Sie ändern wollen, und es öffnet sich eine Leiste mit auswählbaren Icons. Hier ist es möglich, zwischen Zeit, Kalorien, Entfernung, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit im Durchschnitt, Tempo, Tempo im Durchschnitt, Frequenz, Stufe, Leistung, Herzfrequenz und Pausenzeit auszuwählen. Um Ihr Training zu beenden, drücken Sie den Stopp-Knopf und bestätigen Ihr Vorhaben. Anschließend sehen Sie Ihre zurückgelegte Strecke, die Trainingszeit, die verbrannten Kalorien und die Wiederholungen pro Minute. Auf Tempo wird Ihnen ein Diagramm gezeigt, in dem Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit sowie Ihr am schnellsten und am langsamsten gefahrener Kilometer zu sehen ist. Ebenfalls sehen Sie, in welcher Zeit und mit welchem Tempo Sie jeden einzelnen Kilometer absolviert haben. Auf Diagramm sehen Sie die Abbildungen, welche Sie schon während des Trainings aufrufen konnten, und es wird Ihnen sogar ein weiteres Diagramm mit den Angaben zur Leistung abgebildet. Ihr SportsTag-Team wünscht Ihnen ein erfolgreiches Training mit Ihrem SX600.